Es gibt Gewinner und Verlierer in dieser Corona-Pandemie. Zu den Gewinnern zählt sicherlich die Unabhängigkeitsidee. Denn jene, die diese Idee seit Jahren fordern und fördern, fühlen sich jetzt in dieser Corona-Krise vollends bestätigt. Bergfeuer und Spruchbänder mit einer klaren Botschaft. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Wirtschaftlich eine schwierige Zeit und viele Südtiroler fühlen sich durch Corona-Beschränkungen eingeengt. Träger der Aktion sind die Schützen. Ja, ich persönlich habe es in letzter Zeit stark gespürt, dass eigentlich sehr viele Menschen in Südtirol, die vorher eigentlich deutschsprachige Italiener waren, sozusagen wieder zur Südtiroler Identität konvertiert sind. Eva Klotz hat sich ein Leben lang für die Selbstbestimmung eingesetzt. Los von Rom ist ihr politisches Credo, auch in der Corona-Krise. Der Zeitpunkt war immer der richtige. Denn es beginnt ja nicht erst mit der Corona-Krise, denken wir, welche Einschnitte wir in unser Gesundheitswesen haben machen müssen, schon seit Jahren, weil es Rom so vorgesehen hatte. Die Freiheitlichen fordern seit 2008 einen Freistaat Südtirol, eine Idee, die alle Volksgruppen zusammenführen soll, sagt Uli Meier. Dass ein Friedensprojekt ist, kein nationalistisches Projekt und wo sich drei Sprach- und Volksgruppen auf Augenhöhe begegnen sollten. Von den Befürwortern hat nur Uli Meier ein politisches Mandat und das ist notwendig, denn Gesetze werden im Landtag gemacht. Doch die Hoffnung befeuert der Südtiroler Weg, der im Landtag beschlossen wurde. Ja, besonders auch mit der gestrigen Aktion. Also wollen wir eigentlich nur die Landesregierung bei ihrem Entscheid, einen eigenen Weg zu gehen, unterstützen. Wir haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Das wäre dann wieder zwei Schritte zurück machen. Man muss jetzt diesen Moment und diese Krise nutzen. Selbstbestimmung, das bedeutet, dass ein demokratisches Recht von jedem Einzelnen wahrgenommen wird. Und es ist wohl naheliegend, dass Menschen eher darüber nachdenken, wie es weitergehen soll, wenn es in der Brieftasche knapper wird. Los von Rom als Mittel gegen die Wirtschaftskrise? Die Befürworter sind überzeugt, dass das funktioniert. Mehrheitsfähig ist dieser Ansatz freilich nicht. Dazu reicht ein Blick auf die Sitzverteilung im Landtag.